Der ARD Radio Tatort. Personenschaden von John von Düffel. Entschuldigung. Ich fürchte, Sie sitzen auf meinem Platz. Keine Reservierung angezeigt. Müsste hier aber sein. Sicher, dass Sie im richtigen Wagen sind? Ja, definitiv. Platz Nummer 12, 14 und 16. Sie haben gleich drei Plätze? Ja, ich erwarte noch wen. Hoffentlich keinen Kegelclub. Hier ist Ruhebereich. Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dies ist der IC-2212 nach Hamburg-Altona. Über Hamburg-Harburg, Hamburg-Hauptbahnhof, Hamburg-Saturn. Fahrscheine des Verkehrsverbunds und das schöne Wochenendticket haben in diesem Zug keine Gültigkeit. Und noch ein weiterer Hinweis, aus technischen Gründen können in diesem Danke Zug Ihnen. Leider keine Reservierungen angezeigt werden. Saftladen. Wir bitten Sie, die entsprechenden Sitzplätze für Platzkarteninhaber freizugeben. Frau Evernich, wo bleiben Sie? Natürlich bin ich im Zug. In 2 Minuten ist Abfahrt. Hallo, hier ist Ruhebereich, wie gesagt. Gleich. Also, schaffen Sie es jetzt noch oder soll ich wieder aussteigen? Handys verboten. Sehen Sie das Schild? Aussteigen und Ihnen mit Ihrer Mutter helfen. Dann nehmen wir den nächsten Zug. Kein Handy. Hallo. Hören Sie mich? Ja, wenn Sie dazwischen reden, dann dauert's noch länger. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass Sie in einem Ruheabteil sind. Hier. Silent Zone. Und das Erste, was Sie tun, ist telefonieren. Es ist wirklich dringend. Entschuldigung, hier ist gerade ein Fahrgast, der mich wahnsinnig Ich kann auch den Schaffner holen. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte noch einmal um Ihre Aufmerksamkeit. Wegen Warten auf Anschlussreisende wird sich unsere Abfahrt von Bremen Hauptbahnhof noch um etwa 10 Minuten verzögern. Frau Evernich, haben Sie gehört? The departure of our IC in Bremen Central will be 10 minutes delayed. We thank for your understanding. 10 Minuten Verspätung. Ihr Glück. Sie machen jetzt das Handy aus oder verlassen das Abteil. Genau. Weiter vorne, an der Zugspitze. Wagen 3, Platz 12 bis 16. Das reicht's aber. Raus hier. Frau Evernich. Warum haben Sie sich gleich gesagt? 10 Minuten, da hätten wir noch einen Kaffee trinken können. Doch, Sie haben Nerven. Ja, typisch Claudia. Immer auf den letzten Drücker. Also Mama, das ist jetzt echt der Gipfel. Ja, ich habe dir extra ein Taxi gerufen. Ja, ja. Ich rufe ihr extra ein Taxi, Herr Gröninger, weil ich vom Präsidium nicht rechtzeitig wegkomme, um sie abzuholen. Aber nein, sie nimmt die Straßenbahn. Ich nehme immer die Straßenbahn. Und lässt ihren Koffer zu Hause. Die Tasche reicht mir, ich brauche nicht viel. Der Taxifahrer ruft mich zurück, sagt, sie habe ihn mit dem Briefträger verwechselt und übel beschimpft. Ja, der Briefträger unterschlägt ja auch die Hälfte. Also lass nicht alles stehen und liegen. Rase zur Straßenbahnhaltestelle und sehe gerade noch, wie sie in die 4 steigt. Ich steig immer in die 4. Fahr in Schneckentempo hinter ihr her und stehe jetzt im Halteverbot vor dem Hauptbahnhof. Entschuldigung, wenn Sie sich unterhalten wollen, warum gehen Sie ja nicht ins Bordbistro? Was hat denn der Herr? Hier ist Ruhebereich. Ja, ich bin gleich weg. Wie weg? Ja, sie fährt nicht mit. Muss arbeiten. Was? Ja, ich wollte es Ihnen nicht am Telefon sagen. Wäre ja auch früh genug hier gewesen, um mit Ihnen zu reden, aber... Ja, typisch Claudia. Frau Evernich, tut mir leid. Aber ich kann Ihre Mutter doch nicht auf Kur begleiten ohne Sie. Wie stellen Sie sich das vor? Also, das reicht jetzt. Sie können im ganzen Zug so viel quatschen und telefonieren, wie Sie wollen. Aber das hier, dieses kleine Abteil, ist Silent Zone. Was für ein Ding? Ruhebereich. Hast du gehört, Claudia? Setz dich hin und sei still. Mama, ich stehe im Halteverbot. Wie Ihr Vater. Der hat auch nie Urlaub gemacht, weil er sich für unentbehrlich hielt. Jetzt ist er tot seit 5 Jahren und das Leben geht weiter. Also pass auf, Mama. Sehr geehrte Fahrgäste, noch eine Durchsage ausgegebenem Anlass. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, die Gänge und Einstiegstüren von Gepäckstücken freizuhalten.
Herr Gröninger, ja, der fährt jetzt mit dir nach St. Peter-Ording und ihr schaut euch schon mal im Kurhotel um. Und ich lege eine Sonderschicht ein und dann komme ich morgen früh mit dem ersten Zug nach, ja? Und dann machen wir uns ein paar schöne Tage zusammen. Ja, leere Versprechung. Oh, Mama. Ich hole jetzt die Polizei. Ich bin die Polizei. Mama, ich muss wirklich los. In weniger als 24 Stunden sehen wir uns wieder. Herr Gröninger, kann ich Sie kurz noch dienstlich... Ich warne Sie. Auf dem Gang, ja, ja, damit der Herr hier nicht explodiert. Ja. Besitzer des silberfarbenen Schalenkoffers mit dem Aufkleber Aruba Land of the Sea möge sich bitte augenblicklich bei seinem Gepäckstück einfinden. Danke. Ich weiß, das ist viel verlangt, Herr Gröninger, aber Sie helfen mir damit wirklich sehr. Ich hoffe, Sie haben wirklich gute Gründe. Es geht doch auch nur um einen Tag. Der Besitzer des silberfarbenen Schalenkoffers mit dem Aufkleber Aruba Land of the Sea bitte augenblicklich zu seinem Gepäckstück. Meine Mutter hat in den letzten Monaten wirklich ziemlich abgebaut. Und das merkt sie. Es macht sie aggressiv, misstrauisch und... Ich bin immer gut mit ihr ausgekommen. Ja, klar. Also der Briefträger ist leider kein Einzelfall. Ich meine, sie hat es sich mit ihrem ganzen Bekanntenkreis verscherzt. Dann wollen Sie Ihre Mutter auf Dauer in St. Peter-Ording unterbringen? Nein, also nur zur Probe. Mal sehen, ob sie sich wohlfühlt. Und weiß sie, dass sie in ein Heim soll? Das ist kein Heim. Das ist eine Seniorenresidenz mit Kurhotel. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen eines herrenlosen Gepäckstückes wird sich unsere Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit verzögern. Ja, das fängt ja gut an. Ja, ich will Sie nicht abschieben, Herr Gröninger, aber ich... Als mein Vater gestorben ist, vor einem halben Jahr, im Hain in Bremerhaven, war ich gerade auf einer Klausurtagung über Ermessensspielräume bei Verfahrenseinstellungen wegen Geringfügigkeit. Tod? Also so weit ist es ja Gott sei Dank noch nicht. Ich rede nicht von seinem Tod, sondern davon, dass ich bei ihm hätte sein können, müssen und es mir gleichzeitig unmöglich war. Das haben Sie mir nie erzählt. Ich hatte Mitleid mit ihm, aber es ist nicht leicht, mit seinem Vater Mitleid zu haben. Und ich war auch so wütend. Ich konnte ihm kaum in die Augen sehen. Sie haben ihm das zum Vorwurf gemacht, seine Krankheit und seinen Verfall. Ich habe ihm vorgeworfen, dass ich mich schuldig fühlte. Ja, aber es war nicht Ihre Schuld. Doch. Ich konnte nur nichts dafür. Sagen Sie als Jurist. Juristen beschäftigen sich mit Zurechnungsfähigkeit. Aber die Schuld, die wir empfinden, hat oft nichts damit zu tun, ob wir etwas dafür können oder nicht. Die häufigste Todesursache ist immer noch die Sterblichkeit. Folgenden Hinweis. Reisende nach Buchholz-Nordheide, Hamburg-Harburg und Hamburg-Hauptbahnhof, Sie haben auch die Möglichkeit, in den auf Gleis 8 bereitgestellten Metronom umzusteigen, da sich die Weiterfahrt unseres Zuges auf unbestimmte Zeit verzögern wird. Passengers traveling to Buchholz, Hamburg-Harburg, Hamburg-Hauptbahnhof, please also use a Metronom on the track directly opposite. Und? Ist die Bombe in Scharf? Es gibt keine Bombe. Ich wusste, dass es mit diesem Zug böse endet. Ein Unglückszug. Das habe ich gleich gewusst. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mama, jetzt setz dich bitte wieder. Was? Ja. Ich soll mich in einen Zug setzen, der gleich in die Luft fliegt? Mama, es gibt keine Bombe. Und dieser Koffer? Darum kümmern sich andere. Nein, du steigst jetzt nicht aus. Mama, Mama! Ich habe die Bombennächte im Zweiten Weltkrieg nicht überstanden, um mich in einem Intercity in die Luft jagen zu lassen. Siehst du, sogar der Herr ergreift die Flucht. Sie steigen um? Mit Ihnen rede ich nicht. Gute Fahrt. Er hat ja auch so einen Koffer abgestellt. Das ist meiner. Sind Sie sicher? Oh, Mama, jetzt reiß dich zusammen. Vielleicht sollten wir auch in die Metronom wechseln. Der ist zwar langsam, aber er fährt wenigstens. Vielleicht sollten wir umkehren und die Straßenbahn nehmen. Na komm, jetzt geht der Bahn noch 5 Minuten. Und wenn sich bis dahin nichts getan hat, dann... Ist der Metronom weg. Sehr geehrte Fahrgäste, wir werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen und bedanken uns für Ihre Geduld. Ach. Thank you for your patience. Wer sagt's denn, Herr Gröninger, Mama? Macht euch einen schönen Tag ohne mich. Ja, wir sehen uns morgen in St. Peter. Stopp, ich muss noch raus. Bis dann. Na, typisch Claudia. Ruf kurz durch, ja, wenn ihr angekommen seid. Das heißt nicht wenn, sondern falls. Etwas Gutes hat die ganze Hektik. Wir haben das Abteil für uns. Ach,
Wollen Sie den Fensterplatz in Fahrtrichtung? In welche Richtung fahren wir denn? Norden, wenn es mit rechten Dingen zugeht. Also, falls... Ja, danke. Bitte, gerne. Eine Zeitung? Nein, danke, ich habe mein Buch dabei. Hoffentlich kein Krimi. Was haben Sie gegen Krimis? Ja, nichts. Ich kann dabei nur nicht abschalten. Berufskrankheit. Der Bahnhof bewegt sich, wir fahren. Ja. Eigentlich ganz angenehm. So ein Ruhebereich. So, sehr geehrte Fahrgäste, noch einmal herzlich willkommen an Bord des IC 2212. Oder was man so Ruhebereich nennt. Wir haben den Bahnhof Bremen mit einer Verspätung von 17 Minuten verlassen. Och nein. Auf den Unterwegsbahnhöfen werde ich Sie rechtzeitig informieren. Ladies and gentlemen, our train is at the moment 17 minutes delayed. I will inform you about your connections as soon as possible. Das mit der Ruhe nehme ich zurück. Und noch ein Hinweis auf unseren gastronomischen Service. In unserem Bordbistro erhalten Sie kalte und warme Speisen, Snacks und Getränke. Schauen Sie doch mal vorbei und überzeugen Sie sich von unserem reichhaltigen Angebot. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit. Möchten Sie irgendetwas? Kaffee oder Tee? Herr Gröninger, Sie brauchen mich nicht zu bemuttern. Bemuttern ist gut. Ach, ich freue mich auf die Friesentorte in der Strandperle. Wenn die noch so himmlisch schmeckt wie damals, dann sollten wir die Fahrt überfasten. Sie kennen das Hotel? Ja, ich war zuletzt vor 25 Jahren. Vor 30 Jahren. Mit Ihrem Mann? Nein, allein, immer allein. Mein Mann konnte und wollte ja nie weg von seiner Arbeit. Genau wie Claudia. Ich stelle mir das gerade vor. Sie als einsame Spaziergängerin auf der Promenade von St. Peter-Ording. Einsam? Ich frage Sie jetzt nicht nach irgendwelchen Kurschatten. Aber ich sehe Sie förmlich vor mir in der tiefstehenden Abendsonne. Sehr liebenswürdig. Himmelswild. Oh. Wow. Was ist denn? Zu früh gefreut. Wir stehen schon wieder. Was war das? Und haben das Bremer Stadtgebiet noch nicht mal verlassen. Das muss Oberneuland sein, glaube ich. Wir sind über was drüber gefahren. Ja, genau. Kurz hinterm Bahnhof. Da war was im Fenster. Jetzt warten wir mal ab, was uns der freundliche Schaffner mitteilt. Offenbar werden Fahrgäste bei der Bahn für jede Verzögerung mit nicht unter 3 bilingualen Durchsagen bestraft. Und wenn das ein Mensch war? Nein. Sie haben es doch auch gehört. Das klang viel zu massiv. Sie haben es gehört. Wir sind im ersten Wagen. Es war direkt unter Wenn uns. Wenn überhaupt, war es irgendein Möbelstück, Sperrmüll. Oder ein Fahrrad. Letztens, im Regionalexpress von Bremerhaven, das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, bin ich mit dem Zug über ein Fahrrad gefahren. Ein altes Fahrrad, das jemand auf die Gleise geworfen hatte. Das klang so ähnlich. Der Rahmen, also das ganze Gestänge. 1,5 Stunden hat das gedauert, mein Gott. Weil es sich in den Rädern, also in der Radaufhängung, verkeilt hatte. Und wir konnten nicht vor und zurück. Also jetzt wäre wirklich ein guter Zeitpunkt für eine Durchsage. Aber natürlich, wenn man sie braucht, kommt keine. Herr Gröninger, es war ein Mensch. Wir haben einen Menschen überfahren. Bitte, das wollen wir uns nicht vorstellen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir sind endlich noch einmal außerplanmäßig zum Halten gekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns noch keine genaueren Informationen vor. Sobald ich nähere Einzelheiten zur Dauer unserer Verspätung er weiß mehr, als er sagt. Ja, merken Sie das nicht, Herr Staatsanwalt. Das sind doch Standardtexte, Textbausteine. Wir haben einen Menschen überfahren. Also gut. Ich rede jetzt mal mit dem Schaffner, aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie auf Ihrem Platz sitzen bleiben. Hier Ihr Ticket für alle Fälle. Ich bin kurz auf dem Gang. Außentüren bitte geschlossen halten. Sie suche ich. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Beachten Sie bitte die Durchsagen. Ich kann mich leider nicht mit jedem Fahrgast einzeln unterhalten. Mein Name ist Dr. Gröninger, Staatsanwaltschaft Bremen, Kapitaldelikte. Ja, wenn Zugverspätungen Kapitaldelikte wären... Es klang so, als wären wir über etwas
drüber gefahren? Einen größeren Gegenstand oder ein Tier? Entschuldigen Sie mich, ich muss zum Lokführer. Hui. Voll im Stress, der gute Mann. Ich habe ihn gesehen. Den Schaffner? Den Mann, der vor dem Zug... Also, das kann doch nun wirklich nicht sein, Frau Evernich. Im Augenwinkel. Auf einmal. Da war so ein Schatten im Augenwinkel. Und ich denke noch, was ist das? Was kommt da so ein Schatten aus der Menge? Ach, jetzt ist es schon eine Menge. Und plötzlich dieses furchtbare Geräusch unter den Rädern. Dieses... Das ist doch alles nicht gesagt. Der Mann ist tot, das weiß ich. Eine kurze dienstliche Durchsage. Die Zugbegleiterin... Vorderer Zugteil, bitte einmal intern die 24. Die Zugbegleiterin, vorderer Zugteil, einmal die 24, danke. Na bitte. Na, was habe ich gesagt? Die müssen sich jetzt um den Lokführer kümmern. Er steht unter Schock und braucht seelischen Beistand. Was Sie alles wissen. Ja, mein Mann hat eine Zeit lang in der Seelsorge gearbeitet. Ja, bei einer Therapieeinrichtung der GDL für Lokführer. Wir sollten jetzt wirklich das Thema wechseln. Also, heute würde man wahrscheinlich sagen, Lokführer, denen sowas zustößt, sind traumatisiert. Damals hieß es nur, sie können mit der Schuld nicht leben. Von Schuld kann ja wohl kaum die Rede sein. Sagen Sie mal, wissen Sie von Schuld wirklich so wenig? Ich werde mich an Ihren Mutmaßungen nicht beteiligen. Aber es wird doch Ermittlungen geben. Kein Kommentar. Die Polizei müsste längst unterwegs sein. Außerdem habe ich Urlaub. Und selbst wenn es sich um einen Suizid handeln sollte, ist das, traurig genug, meist eine Sache von 1 bis 2 Stunden. Das war kein Suizid. Worüber reden wir dann? Na, Sie sind doch der Experte. Frau Evernich. Sehen Sie mal, da draußen auf dem Schotter, da läuft wer. 2 Männer in Uniform... Polizisten, was habe ich gesagt? Ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es mit einem Tötungsdelikt zu tun haben. Was sonst? Also wissen Sie was, ich rufe jetzt Ihre Tochter an. Können Sie das Handy auf laut stellen? Herrje! Oh, kommen Sie. Ich weiß nicht, warum ich das... Na gut, aber ich rede. Ja, versprochen. Mhm. Wir stehen leider immer noch in Bremen. Oder besser gesagt schon wieder. Streckensperrung in Oberneuland. Oh nein, das war Ihr Zug? Ja. Oh Gott, der Personenunfall kam gerade über Funk. Dann ist das Fakt? Na bitte. Die Bahn hält sich mit Informationen sehr zurück. Claudia! Ihre Mutter hat das gleich vermutet. Sie hört übrigens mit. Ich habe alles gesehen, Claudia. Können Sie uns abholen? Ich fürchte, mit der Reise wird das heute nichts mehr. Wo genau stehen Sie? Nicht weit vom Bahnhof Oberneuland. Es war furchtbar. Furchtbar, Claudia. Dieses Geräusch unter den Rädern, dieses Krachen, dass ein Schatten so viel Körper hat, so viel Knochen. Schon gut. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich hier sind. Da war dieser Schatten. Nicht jetzt, Mama. Erzähl's mir bitte später. Er wurde von der Menge über den Bahnsteig gejagt. Ich bin schon unterwegs. Claudia? Hallo? Wir hatten abgemacht, dass ich rede. Sie glauben mir nicht. Ich glaube, wir stehen alle unter Schock. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Aufgrund eines Personenunfalls im Bahnhof Oberneuland können wir unsere Fahrt leider nicht fortsetzen. Sehen Sie? Verbleiben Sie bitte auf Ihren Plätzen und halten Sie die Außentüren geschlossen. Ein Schienenersatzverkehr wird für Sie eingerichtet. Oh nein, über die bitte. Maßnahmen zur Räumung dieses Zuges werde ich Sie zu gegebener Zeit informieren. Bitte haben Sie noch etwas Geduld und danke für Ihr Verständnis. Ich habe gleich gesagt, dies ist ein Unglückszug. Da will man mit der Bahn ans Meer fahren und kann froh sein, wenn man heil nach Hause kommt. Sie wollen den Fall nicht übernehmen? Erstmal ist es ein Unfall. Sie glauben mir einfach nicht. Zweitens vertraue ich darauf, dass die Kollegen ihre Arbeit machen. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Wenn da Leute am Bahnsteig waren und jemand das Opfer gejagt oder gestoßen hat, also falls, gibt es Zeugen und sicher auch Videobilder, anhand derer die Polizei... Ihr Handy. Ihre Tochter.
dann möchte ich bitte mithören. Das ist dienstlich. Meine Tochter ist immer dienstlich. Ja, aber... Ich kann schweigen. Gröninger, sagt Ihnen der Name Al-Waki was? Sollte er? Für Samir Al-Waki hat Ihr Oberstaatsanwalt Haftbefehl beantragt. Ach, die Kunstraubgeschichte. Ja, und? Zwischen Bahnsteig und Gleis wurde ein Rucksack gefunden mit dem Flüchtlingsausweis von Samirs jüngerem Bruder Binal. Binal Al-Waki? Können wir sicher sein, dass er der Tote ist? Ich erspare Ihnen die Details, Herr Gröninger, aber ja, ziemlich sicher. Und, was wissen wir über ihn? Moment, ich gehe mal vor die Tür. Hier geblieben. 24 Jahre alt, syrischer Flüchtling und wie sein Bruder in Damaskus geboren. Sein Aufenthaltsstatus ist noch ungeklärt bzw. unbearbeitet. Dann ist er noch nicht lange hier. Laut Papieren ist Binal erst vor 4 Wochen eingereist, um Asyl zu beantragen. Und wirft sich dann vor den Zug? Das ergibt doch keinen Sinn. Es spricht einiges gegen Suizid. Übrigens, Ihre Mutter... Seine Chancen standen nicht schlecht. Er hat Familienanschluss, nicht nur seinen Bruder, sondern auch diverse Onkel und Vettern. Haben Sie schon mit der Soko Kunstraub gesprochen? Ja, ich wollte jetzt erstmal mit Ihnen reden. Da ist noch etwas. Der Rucksack. Also zum einen lag er weit vom Fundort der Leiche entfernt, auf Höhe des Bahnsteigs, etwa dort, wo der Übertritt stattgefunden haben muss. Vielleicht wurde er von der Wucht des Aufpralls abgerissen, weggeschleudert. Der Rucksack samt Riemen ist heil. Hätte das Opfer ihn auf dem Rücken getragen, wäre er mit unter die... Ja, schon klar. Also hatte er ihn womöglich in der Hand oder unterm Arm. Ja, oder er hatte ihn gar nicht mehr. Wie kommen Sie darauf? Ja, das ist das andere, die zweite Auffälligkeit. Der Inhalt. Holzwolle. Holzwolle? Ist sie, mit Benzin getränkt oder ja, Spiritus so oder... Ja, so ähnlich habe ich auch reagiert. Bezeichnenderweise denkt man als erstes an einen Brandsatz oder eine Bombe. Ja. Denn dabei liegt es ja eigentlich auf der Hand, he? Verpackungsmaterial. Wofür? Ja, das wissen wir nicht genau, aber offenbar ist es nicht mehr in dem Rucksack und es könnte zerbrechlich und sehr kostbar gewesen sein. Kunstraub. Ja, höchstwahrscheinlich. Und was immer das Objekt gewesen sein mag, Binal hat es vermutlich nicht freiwillig hergegeben. Wie können wir das beweisen? Nochmal zurück zu Binals großen Bruder. Wissen Sie noch, wo Samir Al-Waki zuletzt gesehen wurde, bevor er untergetaucht ist? Am Wall, bei Galerie Rege. Richtig. Möglicherweise ist Binal einer von den Mulis, die über verschiedene Fluchtrouten Kunstgegenstände ins Land schaffen, wo sie von Galeristen wie Rese an den reichen Mann gebracht werden. Rese am Wall? Frau Evernich. Dem Kunst- und Antiquitätenhändler? Mama? Also, das hast du jetzt nicht gehört. Das ist leider unvermeidlich. Wir sitzen im selben Abteil. Jetzt hör mir mal zu, Claudia. Die meisten Bilder, Vasen, Skulpturen, alles in den besseren Wohnzimmern, kommt von Rese. Die Frage ist nur, wie kommt Rese dazu? Ich habe eine ganze Vortragsreihe von Herrn Rese gehört. Er ist ein ausgesprochener Kunstliebhaber und hochanständig. Nur lassen sich Liebhaberei und Anstand bei manchen Objekten nicht vereinbaren. Was denn für Objekte? Weltkulturerbe, also, Beutekunst... Herr Gröninger, bitte können wir meine Mutter da raushalten? Nein, also, das will ich jetzt wissen. Herr Rese... Es ist nicht nur Rese, mutmaßlich. Sondern ein ganzes Netzwerk von Händlern. Der IS hat Palmyra und das ist nur ein Beispiel, weit weniger zerstört als angenommen. Die Miliz braucht Geld und das besorgt sie sich, indem sie Museen und Tempel plündert und die Kunstschätze verkauft. Gröninger, das reicht jetzt wirklich. Entschuldigung, Ihre Tochter hat recht. Je weniger Sie von den Ermittlungen wissen, desto besser. Wir brauchen Sie vielleicht als Zeugin. Das fehlte noch. Es gibt momentan nur eine einzige Aussage, die Ihre Theorie stützen könnte, die Ihrer Mutter, dass eine Gruppe von Leuten Binal Awaki bedrängt hat. Naja, wir werden noch ein paar weitere Zeugen brauchen. Ja, ich schnapp mir mal den Kollegen, der zuerst am Tatort war. Vielleicht ist ihm was aufgefallen. Gut, und ich rede mit dem Lokführer. Schließlich hatte er die beste Sicht auf den Bahnsteig und könnte... Und schon ist sie wieder weg. Wir machen das so. Sie bleiben hier im Abteil und ich tippe Ihnen meine Nummer ins Handy. Wenn irgendetwas sein sollte, klingeln Sie durch. Mhm. Ich bin sehr kurz vorne beim Lokführer. Auf dem Bahnhofsvorplatz werden nun Busse für Sie bereitgestellt. Dieser Schienenersatzverkehr bringt Sie wahlweise weiter in Richtung Hamburg oder zurück nach Bremen Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie die jeweilige Zielanzeige. Die vorderen Busse fahren nach Buchholz-Nordheide, wo Sie Anschlusszüge allen Hamburger Bahnhöfen erreichen. Der hintere Bus bringt Sie zurück nach Bremen Hauptbahnhof. Für den Fall, dass Sie Ihre Reise nicht fortsetzen möchten. Ich wiederhole, der hintere Bus fährt nicht in Richtung
Richtung Hamburg. Sonder zurück nach Bremen Hauptbahnhof. Dear passengers, bus is waiting for you and will take you in the direction of Hamburg. The last bus goes back to Bremen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten beginnen wir mit der Räumung dieses Zuges. Der Ausstieg ist nur durch die beiden Türen des letzten Wagens möglich, da sich dieser noch auf Bahnsteighöhe befindet. Bitte nutzen Sie nur den letzten Wagen zum Ausstieg. Alle übrigen Türen sind unbedingt geschlossen zu halten. Please keep all doors closed and exit through the last wagon. Ich wiederhole, in wenigen Minuten beginnen wir mit der Räumung dieses Zuges. Der Ausstieg befindet sich auf der Fahrtrichtung rechten Seite. Unser Zugpersonal ist Ihnen beim Verlassen des Zuges gerne behilflich. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie all Ihr Gepäck und sämtliche Wertgegenstände mit sich führen. Das muss leider warten. Was? Was wollen Sie? Staatsanwaltschaft Bremen, wie gesagt. Ich bitte um Ihre Mithilfe. Ja, wir sind gerade dabei, diesen Zug zu räumen. Ja, erst müssen wir mögliche Zeugen vernehmen. Noch bin ich der Zugchef. Kapitaldelikte. Sie erinnern sich? Ich leite die Ermittlungen. Haben Sie eine Marke oder sowas? Wir sind hier nicht beim Film. Oder einen Dienstausweis? Na. So. Zufrieden? Sind Sie das auf dem Foto? Ja, das war ich, als ich in Bremen anfing. Also, würden Sie mich jetzt bitte zum Lokführer begleiten? Und wann wird geräumt? Wenn wir fertig sind. Haben Sie eine Ahnung, was passiert, wenn wir die Leute nicht bald rauslassen? Denen sind Ihre Selbstmörder doch egal, die haben Termine. Dann haben Sie jetzt einen Termin mit uns. Sie können gleich durchsagen, dass sich alle Fahrgäste, die etwas gesehen oder bemerkt haben, bei uns melden sollen. Ist der Lokführer da drin? Der ist nicht ansprechbar, habe ich schon versucht. Dann versuchen wir es nochmal. Er braucht psychologische Betreuung. Na, dann rufen Sie welche. Hallo? Staatsanwaltschaft Bremen? Hören Sie mich? Er hat sich eingeschlossen. Ja, haben Sie keinen Schlüssel? Doch. Ich möchte nur niemanden stören, der gerade einen Menschen überfahren hat. Wir alle haben gerade einen Menschen überfahren. Norbert? Entschuldige, wir kommen jetzt zu dir rein. Die Polizei hat noch ein paar Fragen. Tut mir leid, dass wir Sie unter diesen Umständen behelligen müssen, aber wir brauchen Ihre Mithilfe. Mein Name ist Gröninger, Staatsanwaltschaft Bremen. Möchtest du was trinken, Norbert? Wasser? Soll ich dir einen Kaffee bringen? Das ist schon gut. Einen Kaffee und ein Wasser, bitte. Ja, aber... Lassen Sie uns einen Moment allein. Also nur kurz, ich will es wirklich kurz machen. Ihre persönlichen Daten? Name, Alter, Adresse? Sie können mir glauben, ich würde Sie nicht befragen, wenn es nicht wichtig wäre. Koslowski, Norbert. 34 aus Rothenburg-Würme. Lokführer seit wann? Seit 6 Jahren. Und haben Sie... Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Gut, das überspringen wir. Ich habe immer gebetet, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ein Stück weit. Ich saß gleich im nächsten Wagen, also sehr nah dran. Weil wir Bremen Hauptbahnhof so spät verlassen haben, wurde das Tempo im Bremer Stadtgebiet erhöht. Normalerweise ist die Fahrt im Bereich Oberneuland noch gedrosselt. Eine Reaktionsmöglichkeit hätten Sie trotzdem nicht gehabt. Nein, aber wenn wir pünktlich gewesen wären, dann... Das ist nicht Ihre Schuld. Kann man sich 1000 Mal sagen. Es ist nicht Ihre Schuld. Was wissen Sie denn? Also gut. Im Grunde habe ich nur eine Frage. Was haben Sie gesehen? Sie hatten doch freie Sicht auf den Bahnsteig. Es ging alles so schnell. Haben Sie das Opfer gesehen?
Vargas allein? Befanden sich auf dem Bahnsteig noch weitere Personen? Sorry, ich hoffe, ich habe noch nichts verpasst. Eva nicht, Kripo Bremen, Dr. Gröninger und ich arbeiten zusammen. Sind Sie da draußen schon fertig? Als die Kollegen von der Streife kamen, war der Bahnsteig menschenleer. Dabei waren sie sofort vor Ort, hatten ganz in der Nähe zu tun. Einbruch in einer Oberneulander Villa. Was ist mit der Videoüberwachung? Zwei neue Kameras, modernste Technik, vor einer Woche installiert. Beide noch nicht in Betrieb. Sie haben es gehört, Herr Koslowski. Kein Video, keine Zeugen. Und von allen im Zug hatten Sie die beste Sicht. Ich hätte jetzt gern einen Schluck Wasser. Nehmen Sie meine Flasche, ist noch nicht angebrochen. Jetzt noch einmal zurück zu dem Moment, als Sie das Opfer gesehen haben. Waren noch weitere Personen am Bahnsteig? Ja. Viele? Einige. Fünf oder sechs. Ah. Können Sie diese Personen beschreiben? Männer, Frauen, älter, jünger? Männer, glaube ich. Mhm. Mittelalt. Ja, und waren die in Reichweite des Opfers? Ich meine, gab es irgendeinen Kontakt? Ich weiß nicht. Es ging alles wirklich sehr schnell. Ja, lass dich ruhig Zeit. Ich glaube, sie haben versucht, ihn... Ja? Sie wollten den Täter festhalten, glaube ich. Festhalten? Warum? Damit er, nehme ich an, nicht auf die Gleise... nicht springt. Täter, sagen Sie? Naja. Also, er wurde festgehalten, sagen Sie. Ich meine, warum glauben Sie, dass er springen wollte? Weil er es getan hat. Also, er ist Ihrer Meinung nach definitiv gesprungen, ja? Und wurde nicht etwa geschubst oder gestoßen? Nein. Nein. Ja, und was, wenn er fliehen wollte? Weglaufen, über die Gleise. Und sich ausgerechnet in dem Moment losgerissen hat, als... Er hat sich umgebracht. Gut, gut, gut. Das ist nicht leicht für Sie, das wissen wir. Ja, nur noch eine letzte Frage. Dieser Rucksack hier, kommt er Ihnen bekannt vor? Was weiß ich? Er wurde in der Nähe des Bahnsteigs gefunden. Ich meine, vielleicht können Sie ihn jemandem zuordnen, den Männern oder... Ja, er hatte einen Rucksack, so einen. Und die anderen, die Leute am Bahnsteig, haben versucht, ihn festzuhalten. Was ist den Rucksack oder den Träger des Rucksacks? Ich würde sagen, den Träger am Rucksack. Es gab also Handgreiflichkeiten. Sie haben versucht, ihn am Rucksack festzuhalten und er hat sich irgendwie losgerissen. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ja, und Sie sind sich ganz sicher, dass es nicht vielleicht umgekehrt war und die Männer versucht haben, ihm den Rucksack zu entreißen? Was wollen Sie eigentlich von mir? Platzen ja rein und behandeln mich wie einen Verdächtigen. Ich habe verdammt noch mal nichts getan. Wir machen nur unsere Arbeit. Unter schwierigen Umständen, das ist uns bewusst. Und warum glauben Sie mir da nicht? Wenn die fünf Männer, ja, die Sie gesehen haben, das Opfer retten und einen Suizid verhindern wollten. Ich meine, warum haben Sie den Rucksack dann weggeworfen und sind spurlos verschwunden, ohne die Polizei zu rufen oder einen Rettungswagen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Vorschlag zur Güte, wir machen eine kleine Pause und lassen Sie ein wenig zur Besinnung kommen, ja? Der Schaffner mit dem Kaffee müsste ja auch gleich da sein. Puh. Das war hart am Rande der Vernehmungsfähigkeit. Mussten Sie ihn denn so angehen? Er fühlt sich schuldig und deswegen mauert er. Immerhin wissen wir jetzt, dass Binal Awaki nicht allein auf dem Bahnsteig war. Auch wenn die Aussage des Lokführers unter diesen Umständen vor Gericht genauso wenig Bestand haben dürfte wie die ihrer Mutter. Wer sollte sie anfechten? Die Männer, falls wir sie ausfindig machen. Er hat sie ja weitgehend entlastet. Das Gerangel um den Rucksack ist schon ein Anhaltspunkt. Damit können wir auf jeden Fall verhindern, dass Binal Awaki gleich als Suizid abgetan wird. Sie machen den Job auch schon verdammt lange. Danke. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir diese
5 bis 6 Personen identifizieren. Ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Lokführer sagt, die Männer seien arabischer Herkunft. Warum haben Sie ihn das nicht gefragt? Weil heutzutage Tatverdacht und arabische Herkunft in den Köpfen mancher Leute sofort zu einer fixen Idee verschmelzen. Ja, und was, wenn es tatsächlich Streit gab zwischen Binal und der Bande seines Bruders? Ja, genau das meine ich, Herr Gröninger. Ja, nur weil es gewisse Vorurteile bestätigen würde, können wir doch nicht ausschließen, dass es eine Auseinandersetzung unter den Alwakis war, weil Binal nicht richtig mitgespielt hat oder mehr Geld wollte. Ja, oder sehen Sie, schon geht's los. Haben Sie eine bessere Theorie? Ja, dieser Einbruch kurz vorher in der Stadtvilla. Ich meine, die Kollegen von der Streife wurden wieder weggeschickt. Falscher Alarm, angeblich. Ja, die Anlage sei hochempfindlich und da komme es häufiger vor, dass der Ruf zur Polizei durchläuft und so weiter und so weiter. Nur, ich meine, ich frage mich, was, wenn das Awaki war? Der Einbrecher? Ja, woraufhin ihn unsere wehrhaften Bürger bis an den Bahnsteig verfolgt haben. Aber wenn doch nichts gestohlen wurde? Ja, oder etwas, das man nicht als gestohlen melden kann. Raubkunst. Genau. Die Binal zurückstehlen und in der Holzwolle seines Rucksacks wegschaffen wollen. Das heißt Theorie 2. Binal bricht bei einem der Käufer ein, ja, weil... Genau, weil er und sein großer Bruder herausgefunden haben, was die Kunstschätze wirklich wert sind und wie viel Rese in die eigene Tasche steckt. Hm. Den Wert einer Plastik oder Skulptur aus den geplünderten Museen kann man googeln. Da steht alles im Lost Art-Verzeichnis. Von den abgeschlagenen Köpfen irgendwelcher Statuen bis hin zur Baal-Miniatur. Nur würde Rese, wenn er der Mittelsmann sein sollte, also falls, die Adressen seiner Kunden niemals rausrücken? Ja, freiwillig nicht. Sagen Sie nicht, wir müssen uns um ihn Sorgen machen. Al-Waki und seine Leute, die riskieren eine Menge, wenn sie den abgeschlagenen Kopf einer Statue ins Land schleusen. Da sind die sicher nicht zimperlich, wenn man sie übers Ohr haut. Nur wäre die Geschäftsbeziehung dann beendet. Aber bei den Gewinnmargen finden sich auch andere Händler. Vielleicht sollten wir Rese mal kontaktieren und hören, wie es ihm geht. Und ihn vor allem fragen, ob eine gewisse Villa in Oberneuland zu seinen Lieferadressen gehört. Ja, genau. Moment, was ist denn da auf dem Bahnsteig los? Wo kommen auf einmal all die Leute her? Hey! Kaffee ist unterwegs, hat ein bisschen gedauert. Wer hat Ihnen erlaubt, die Türen zu öffnen? Ich hatte gesagt, erst die Vernehmung. Die Freigabe kam vom Lokführer. Ich dachte, Sie hätten das veranlasst. Warum sollte ich? Wenn jetzt alles auseinanderläuft, kriegen wir unsere Zeugen nie zusammen. Ich sag den Kollegen Bescheid, sie sollen durch die Busse gehen und zum Taxi steigen. Das hätten wir auch einfacher haben können. Und was ist mit dem Kaffee? Den serviere ich. Hallo, Herr Koslowski? Machen Sie bitte auf. Aufmachen! Können Sie den Mann nicht einfach in Ruhe lassen? Schließen Sie auf, das ist eine polizeiliche Anweisung. Also ich habe auf der Strecke ja schon viel erlebt, aber das... Herr Koslowski! Er ist weg. Aus dem Steuerwagen gestiegen und ab in die Büsche. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Herr Gröninger, haben Sie meine Mutter irgendwo gesehen? Sagen Sie nicht, sie ist auch ausgestiegen. Ja, ihr Platz ist leer, Ihre Tasche ist weg. Sie muss durch den ganzen Zug zum letzten Wagen. Vielleicht erwischen wir sie noch. Wo ist denn der Lokführer? Abgehauen. Folgen Sie mir. Oh. So ein Chaos. Das war ein Missverständnis. Ich versuch's mal auf Ihrem Handy. Könnten Sie mir mal die Tür... Halt, stopp. Was ist denn? Der Koffer da. Der silberne. Was? Aruba. Land of the Sea. War das nicht... Wieder herrenlos. Nicht anfassen. Keine Angst, ich will nur gucken. Land of the Sea. Seeweg, Landweg. Vielleicht hat das was zu bedeuten. Gehen Sie nicht so dicht ran. Was Auffälliges? Nein, das sah nur irgendwie so aus, als würden da so Fransen rausgucken. Aber wahrscheinlich sehe ich gerade überall Holzwolle. Ich muss Sie wirklich bitten, sich von diesem Gepäckstück fernzuhalten. Ja, natürlich. Kümmern Sie sich darum? Ich? Sie sind doch die Polizei. Sie sind der Zugchef. Wir müssen zu den Bussen. Na, hören Sie mal. Ja, wir kommen wieder. So. Mama? Oh, Entschuldigung. Ja, was? Ach, ja, das war zu befürchten, ja. Ja, und meinen Sie nicht, wir sollten besser... Gut, okay, ja. Ja, wie Sie meinen. Ja, Herr Gröninger, der steht hier neben mir. Ja, ich sag's ihm. Ja, ja, danke, verstanden. Mhm. Hä? Die Kollegen von der Soko Kunstraub. Schöne Grüße, Rese ist offenbar entführt worden. Oh, entführt? Von Al-Waki? Naja, vermutlich. Gibt's eine Forderung? Na, bis jetzt nur die Warnung, keine Polizei. Wissen die Kollegen von dem, also sagen wir Personenschaden? Ich nehm's mal an. Wir müssen die Fahndung intensivieren und schneller sein als die Nachricht. Wenn Al-Waki erfährt, dass ein kleiner Bruder hier tot auf den Gleisen liegt, dürfte das Reses Überlebenschancen nicht gerade verbessern. Aber wenn Al-Waki es nicht schon weiß. Oh, verdammt, die Busse! Was denn? Da draußen, die Busse fahren schon ab. Sehen Sie meine Mutter irgendwo? So ein Chaos!
aus. Oh Gott, ich hoffe, sie hat ein Taxi genommen. Mama? Oh. Oh, ja. Ja, ja, das bin ich. Ja. Aha. Ja. Und wo sind Sie? Ich meine, wie kann ich Sie erreichen? Ah ja, ja, ich verstehe. Ja, ich habe Sie gut verstanden. Ja. Ja. Schon wieder die Soko? Nein. Das war Al-Waki. Und jetzt kennen wir seine Forderung. Im Austausch für Rese will er den Mörder seines Bruders lebend. Das hat gedauert. Herr Gröninger, was machen Sie denn hier? Ich wollte Sie nach Hause begleiten. Sie haben mir nachspioniert. Die Einsatzzentrale hat mir verraten, dass Sie hier in der Klinik sind. Ich habe nur behauptet, ich müsste Sie dringend sprechen. Muss ich ja auch. Gibt's was Neues von Al-Waki und seiner Bande? Die Fahndung läuft weiter auf Hochtouren. Bisher leider ohne Ergebnis. Und auch kein Lebenszeichen von Rese? Man sollte nicht meinen, dass man einen stadtbekannten Galeristen am helllichten Tag entführen kann, ohne irgendwelche Zeugen. Aber so ist es. Keiner will etwas von der Entführung gesehen haben. Wir sehen Rese nicht lebend wieder, wenn wir nicht bald rausfinden, wer Al-Wakis jüngeren Bruder vor den Zug gestoßen hat. Falls es so war. Und wenn wir das nicht bald herausfinden, übt Al-Waki selbst Justiz. Ich fürchte, er wird nicht zimperlich sein, wenn es darum geht, sich einen Schuldigen zu suchen. Sie glauben, der Personenunfall seines Bruders könnte wirklich ein Unfall gewesen sein? Ich glaube an ein ordentliches Verfahren. Aber man kann Al-Waki kaum vorwerfen, dass er kein Vertrauen hat in den Staat und die Rechtsprechung. Bitte, nach Ihnen. Danke. Taxi? Ich bin mit dem Wagen. Nehmen Sie mich mit? Was sind Sie denn auf einmal so anhänglich? Ich mache mir Sorgen um Sie. Oh, ich bin gerührt. Sie waren auf der Onkologie. Routineuntersuchung. Na, die hätten Sie verschoben. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es so lange dauert. Frau Evernich, mal ehrlich. War das der Grund, warum Sie unsere Zugfahrt heute früh abgesagt haben? Dieser Arzttermin? Ermitteln wir jetzt gegeneinander? Ich versuche nur zu verstehen, warum Sie mich allein mit Ihrer Mutter auf die Reise schicken wollten. Es ging um einen Tag. Von 3 Tagen Urlaub insgesamt. Oh, das heißt schon Urlaub. Sie lassen sich ja nicht mal krank schreiben. Ich bin nicht krank. Und was machen Sie denn beim Onkologen? Es gibt eine Privatsphäre, Herr Staatsanwalt. Wir arbeiten seit 9 Jahren zusammen. Ja, deswegen sind wir noch lange nicht verheiratet. Ach. Steht da drüben. Gut, dann fahren Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus. Wir haben einen Fall. Ja, irgendein Fall gibt es immer. Aber das ist ja nicht irgendein Fall, das war Mord. Irgendein Mord gibt es immer. Ja, dem weitere Morde folgen werden, wenn wir ihn nicht schnell aufklären. Wollen Sie jetzt mit einsteigen oder nicht? Konnte die Soko Kunstrop inzwischen was rausfinden über die Geschäftsverbindung von Rese zu Al-Waki? Hallo, Herr Gröninger, ich habe Sie was gefragt. Warum wollen Sie mir nicht sagen, was mit Ihnen los ist? Mir geht's gut. Und wie geht's Ihnen wirklich? Wenn ich sterben muss, sage ich Bescheid. Sehr witzig. Ja, also ist jetzt erwiesen, dass Al-Waki die Galerie Rese mit Beutekunst aus Syrien beliefert hat. Es spricht einiges dafür. Und? Auch dafür, dass Rese die Objekte zu astronomischen Preisen weiterverkauft hat. Aber das Beste wäre, wenn wir nachweisen könnten, dass Al-Wakis jüngster Bruder bei dem Versuch ums Leben kam, die Raubkunst wieder zurückzuklauen. Ja, ich wäre schon mit ein paar Indizien zufrieden. Jeder Richter der Welt wird uns fragen, wie hängt ein Personenschaden in Bahnhof Oberneuland mit der Entführung eines Bremer Kunsthändlers zusammen? Wo fahren Sie hin? Galerie Rese am Wall. Die Kollegen waren längst da. Ja, und? Reses Mitarbeiterin hat angeblich auch nichts gesehen. Der Rest war Spurensicherung. Ich will Sie sprechen. Sie wurde schon ausführlich vernommen. Wenn Al-Waki mit seinen Leuten hier gewesen ist, muss es etwas geben. Gibt es auch. Holzwolle. Ha! Ja, ha. Wie in dem Rucksack von Binal Al-Waki, der neben den Gleisen gefunden wurde. Und kann die KTU feststellen, ob es sich um dasselbe Material handelt? Also dieselbe Lieferung? Untersuchung läuft schon. Frau Evernich, die Kollegen wissen, was sie tun. Gut, dann sehen wir uns den Tatort mal an.
Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Also, wir werden Alwaki und Rese nicht kriegen, wenn wir uns ins Büro setzen und Protokolle lesen. Moment, Frau Ewe, ich... Warten Sie! Zu die Tür? Wegen Trauerfall geschlossen. Ganz schön makaber. Ich meine, wir wollen doch hoffen, dass Rese noch lebt. Ja, bei Trauerfällen stellen die Leute weniger Fragen. Haben Sie die Nummer von Reses Sekretärin? Also die private. Hier im Geschäft ist offenbar wirklich niemand. Sie ist eine Mitarbeiterin, nicht seine Sekretärin. Und haben Sie Ihre Handynummer? Wieso sollte ich? Ja, ich will eine zweite Vernehmung auf dem Präsidium in einer Viertelstunde. Frau Ewer, nicht bei allem Respekt, aber schalten Sie mal einen Gang zurück. Ja, langsam sollten Sie wissen, dass ich so nicht funktioniere. Aber so geht es nicht mehr weiter. Krebs ist das Zeichen dafür. Krebs? Ich wollte das böse Wort nicht aussprechen, aber wenn Sie immer nur alles wegwischen... Ja, hallo Ewernich hier. Ich stehe vor Reses Galerie am Wall. Könnten Sie bitte seine Sekretärin... Mitarbeiterin. Ja, oder Mitarbeiterin kontaktieren. Sie soll kommen und uns aufschließen. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Was? Was? Wie? Und wo... Wo ist sie jetzt? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich fahre da selber hin. Danke. Reses Mitarbeiterin? Nein, meine Mutter. Es hat gebrannt. War ihr zu Hause? Ist ihr was passiert? Die Nachbarin hat das Feuer entdeckt. Meine Mutter war offenbar gar nicht da. Ja, aber haben Sie nicht nochmal mit ihr gesprochen nach der Räumung des Zuges? Ich habe dauernd versucht, sie anzurufen, aber sie hatte ihr Handy aus und zu Hause ist keiner rangegangen. Dann wissen wir nicht mal, ob sie überhaupt wieder in Bremen angekommen ist. Ja, aber sie saß doch im Bus. Hoffentlich im richtigen. Sie meinen... Ja, ihre Mutter könnte überall sein. Personenschaden von John von Düffel. Die Rollen und ihre Darsteller: Hauptkommissarin Claudia Ewernich, Marion Breckwoldt, Staatsanwalt Dr. Kurt Gröninger, Markus Meyer, Ewernichs Mutter Katharina Matz, Mann im Zug Stefan Bissmeier, Schaffner Oskar Ketelhut, Lokführer Mirko Kreibig. Ton und Technik Gerd-Ulrich Poggensee und Tim Korleis. Regieassistenz Janine Lüttmann. Dramaturgie Holger Rink. Musik, Kompositionen von Sabine Wortmann und Jan-Peter Pflug. Regie Christiane Ohaus. Produktion Radio Bremen 2017 für den ARD-Radio-Tatort.